Mein Name ist Johannes Gutmann. Ich habe 1988 die Firma Sonnender gegründet mit drei Biobauern, die keinen Absatz hatten für ihre Biokräuter und ich hatte keine Arbeit. Und damit war das eine ideale Situation, ein idealer Startpunkt für beide, besser in die Zukunft zu gehen. Ich habe dann vor 20 Jahren, das heißt 1992, hier einen alten Bauernhof kaufen können und diesen Bauernhof sukzessive ausgebaut, umgebaut, zugebaut und mit allen Geschichten versehen, von denen Sonnender heute lebt. So, und das ist jetzt ein Stück Gehen von der Arbeit oder zur Arbeit. Eigentlich ist die Arbeit nichts anderes, als wir sich mit etwas beschäftigen. Wenn man es gern hat, ist es eigentlich keine Arbeit. Und deswegen ist Gehen, sich bewegen, sich ja, in der Arbeit auch bewegen, was ganz, ganz wichtig ist für den Körper, für den Kreislauf, für die Seele und für den Geist. Wir haben da so viel dörfliche Umgebung, wir haben Häuser, die wir aus alten Häusern neu bauen können. Wir haben eigentlich vieles, was wir daraus entstehen lassen, also den Weg, wo wir herkommen, auch den Weg, wo wir weitergehen, erfahren, entdecken und den auch wollen, ihn spüren. Und ich gehe jetzt nach Hause und lade euch ein. Das ist meine kleine Tochter, die ist 20 Monate alt und die nehme ich auch mit. Und da kannst du jetzt riechen, wie die Pfefferminze riecht. Schmeckt die gut? Ja. Ja, die schmeckt super gut, die Pfefferminze. Sich wohlfühlen, des Genießens. Und dann natürlich auch in Verbindung mit Wissen, die Hildegard von Bingen, der haben wir diese Pfefferminztafel gewidmet, die steht eigentlich für diese Poleiminze, für das ganze alte Heilwissen. Und dieses alte Heilwissen ist ja überall da. Man muss sich halt bücken, man muss sich bewegen, man muss das erfahren und ergehen. Und wenn man das will, dann geht es. Durch das Gehen ist es wirklich wunderschön. Und dann spürt man die Ruhe und das ist eigentlich auch meine Kraftquelle. Ja, wir finden uns jetzt wieder auf dem Weg zur Aubergwarte und das ist jetzt ein klassischer Stolperstein gewesen. Stolpersteine gibt es immer wieder, die gibt es im Leben überall. Überall sind Stolpersteine, die nicht auf einen warten, aber die Mann und Frau oft nicht sehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich renn drüber, nur das Ziel vor Augen, oder ich mache zwei Schritte zur Seite und sage, ja, ich habe noch gesehen, die Natur lebt es einem vor. Aber die Natur muss auch wieder neu entstehen, neu erwachen, um das Alte hinter sich zu lassen. Es gibt immer Entstehen, Blühen, Vergehen. Und wenn wir uns diesen natürlichen Kreislauf anschauen, dann sind wir da mittendrin. Und den wünsche ich euch. Erleben, spüren. Wir sind jetzt hier auf der Aubergwarte und genau durch dieses Gehen, durch dieses Erden, durch dieses Wandern kann man Berge erklimmen, Ziele erreichen, von denen man sich nie vielleicht etwas vorstellen hätte können, die man vielleicht nie erreicht hätte. Nur jeder einzelne Schritt bringt dich ans Ziel. Also bleibt dabei, nutzt euren Menschenverstand, nutzt wovon ihr lebt, nutzt eure Umwelt, aber zum Wohle eurer und der Umwelt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Euer Hannes mit einem wunderschönen Schwenk übers Waldviertel.